Guten Tag, ihr seid auf dem Kanal Global Fashion Workshop Germany. Heute werden wir endlich ein festliches Kleid schneidern. Es kommen von euch sehr viele Anfragen. Alle interessierten sich über die Modellierung des Kleides mit voluminösen Ärmeln. Wir haben sie erklärt und sogar die Nähtechnik vorgeführt. Nun ist endlich dieses Kleid dran. Also, ich möchte zunächst über die Skizze sprechen. Das ist für diejenigen, die ein festliches Kleid brauchen. Aber diejenigen, die es noch nicht vorhaben zu nähen, irgendwann ist die Quarantäne vorbei und es werden wieder Feste gefeiert. Und dazu müssten wir vorbereitet sein. Nun schaut, vor uns ist die Skizze. Sie hat uns Irma Vacharadze geschickt. Irma, schöne Grüße von uns und vielen Dank für dieses Bild. Besonders dankbar wird Ihnen unsere Irina sein, weil wir dieses Kleid für Irina nähen werden. Wir zeigen euch die Modellierung, den Zuschnitt und die Anprobe vor. Außerdem erklären wir, wie man solche Drapierung macht. Ein interessantes Detail ist der Abnäher, der über die Brust hinaus verlängert und zu einer Falte wird. Ein langer Ärmel aus einem festen Stoff. Ein wunderschöner Kragen, das werden wir alles durchführen. Nun schaut, wir haben 3 Meter Stoff. Ich habe den Stoff in der Mitte gefaltet und mit Stecknadeln abgesteckt, damit ich beim Zuschneiden nicht auf die andere Hälfte rüberrutsche. Ich habe das Vorderteil und das Rückenteil schon in der Modelllänge ausgeschnitten. Nun nochmal zum Modell zurück. Das ist ein Vierbahnenkleid. Eine Naht in der vorderen Mitte, an den Seitennähten und eine Naht in der hinteren Mitte. Ihr könnt den Saum beliebig erweitern. In unserem Fall erweitern wir so, wie es uns dieser Stoff ermöglicht. Jede Bahn wird auf die halbe Stoffbreite erweitert. Wenn eine größere Erweiterung erwünscht ist, dann benötigt ihr für jede Bahn eine Modelllänge Stoff, also doppelt so viel Stoff. Wir machen es so und ihr zieht daraus Schlüsse, ob es euch zufriedenstellt. Ohne übermäßig erweiterte Kleider mit 6 Meter Saumweite kann man meiner Meinung nach auskommen. Wir sind ganz bescheiden und versuchen, mit diesem Stoffzuschnitt auszukommen und ich führe vor, wie wir es machen. Für größere Größen benötigt man noch zusätzlich Stoff für die Ärmel. Wir haben schon alles ausgerechnet. Auf den Ärmeln werden wir je eine Naht machen müssen, aber das macht nichts. In der Mitte habe ich noch Rest, etwas für die Drapierung über. Der Ärmel ist lang und mit einer guten Passform. Nun beginnen wir mit der Modellierung. Ein akkurater Reverskragen mit Kragenöffnung. Ihr könnt x-beliebigen Kragen machen. In einer zusätzlichen Lektion werden wir diese Drapierung durchgehen. Taschen in den Seitennähten, ich weiß nicht, ob wir die Taschen machen werden. Ich denke, dass man sie bei einem Abendkleid weglassen kann. Warum sollte man die Hände in die Taschen eines Abendkleides stecken? Ich bin gegen die Taschen. Ich weiß nicht, wie Irina dazu steht. Ich schaue sie gerade an und sie gibt mir ein Zeichen, ob sie die Taschen haben möchte. Sie winkt mir, dass sie keine Taschen wünscht. Ja, wozu braucht man Taschen an einem Abendkleid? Das verstehe ich nicht. Okay. Außerdem haben wir nur begrenzt Stoff. Wir müssen aus den Resten noch die Ärmel und die Drapierung machen. Also, wir beginnen mit der Modellierung. Ich habe das Schnittmuster des Ärmels vorbereitet. Zunächst ganz gerade. Wir werden ihn später modellieren und konstruieren einen Ärmel mit dem Abnäher. Vor uns liegen das Vorder- und das Rückenteil. Die Hälfte der Stofflänge ist 1,5 Meter. Es ist egal, womit wir beginnen. Lass uns mit dem Rückenteil anfangen. Ich lege jetzt den Stoff zurecht, dann können wir loslegen. Heute ist die Lektion anders als sonst. Wir werden direkt auf dem Stoff modellieren. Seid bitte jetzt aufmerksam. Ich habe mit den Stecknadeln die Hälfte der Stofflänge markiert. Hier ist die Hälfte. Dieser Abschnitt gleicht dem anderen.
Ich beginne mit dem Rückenteil, weil das Vorderteil 3-4 cm größer ist. Erstens, das Vorderteil ist sowieso größer und zweitens, ich werde hier einen Einschnitt machen. Dazu brauchen wir auch noch 2 cm. Deshalb müssten wir hier ein wenig Platz haben. Des Weiteren, der Stoff ist sehr steif, deshalb erweitere ich die Schulter auf 1 cm. Und vertiefe das Armloch auf 1 cm. Hier erweitere ich auch ein wenig, da der Stoff sehr steif ist. Ich habe das Armloch nur ein wenig vertieft, nur 1 cm. Dasselbe muss ich auf dem Vorderteil durchführen. Wir müssen es auf beiden Teilen identisch machen. Wir machen die Modellierung nicht gesondert. Dabei würden wir zu viel Papier verbrauchen. Deshalb modellieren wir direkt auf dem Stoff. Nun haben wir die Teile erreicht. Jetzt nehmen wir ein langes Lineal. Nahtzugabe in der hinteren Mitte ist 1,5 cm. Ab dieser Markierung zeichnen wir eine Linie bis zu dieser Ecke. Eine gerade Linie. Ich möchte euch immer die einfachsten Methoden zeigen. In einem englischen Buch habe ich nachgeschaut, wie die Kleider am Saum erweitert werden. Sie schneiden den Rock in mehrere Streifen auf und schieben sie auf. Wozu der Aufwand? Wo es viel einfacher geht und dabei dieselbe Passform erhält. Auf der anderen Seite markieren wir die Taille, Nahtzugabe 1,5 cm. Und zeichnen eine Linie bis zu der Ecke. Schaut aufmerksam zu. Das ist schon inklusive Nahtzugaben. Für eine Bahn benötigen wir nur 3 Minuten. Ach, welch eine Schönheit. Hier mache ich noch Nahtzugaben. Macht im Brustbereich ein paar Millimeter mehr Zugaben, bevor es euch nachher zu eng ist. Der Stoff ist sehr steif, deshalb, das ist noch nicht alles. An der Schulter ist traditionell 1 cm Nahtzugaben. Von der Taille bis zum Saum sind es 103 cm. 103. Das heißt, wir tragen hier 103 cm ab. Es ist alles sehr simpel. Ich habe schon sehr aufwendige Konstruktionen gesehen. Darüber hatte ich mich sehr gewundert. Ich stehe dafür, dass wir alles ohne Kopfzerbrechen machen. Das ertrage ich nicht. 103. Nun abgerundet und harmonisch verbinde ich mit diesem Punkt. Himmel, das ist schön. Hier verbinden wir auch. Ich habe so weit oben angelegt, weil die untere Stoffschicht etwas kürzer ist. Wundert euch nicht darüber. Das Rückenteil ist fertig. Jetzt kümmern wir uns um das Vorderteil. Ich habe gesagt, dass das Rückenteil schon fertig ist, aber wir verlegen noch den Schulterabnäher in den Halsloch. Besonders bei diesem steifen Stoff ist der Schulterabnäher nötig. Der Abnäher ist auch so wichtig, aber bei diesem Stoff hat er noch größere Bedeutung. Ohne Abnäher wird der Stoff überhaupt nicht anliegen. Den Abnäher haben wir übertragen und stecken ab.
Jetzt ist aber das Rückenteil fertig. Auf diese Weise kann man viele Kleider nähen, beliebige Modelle, mit Bootausschnitt, Dekolleté, verschiedenste Ausschnitte, mit allen möglichen Ärmeln, Puffärmeln, absolut allen Ärmeln. Erweitert den Saum auf dem Vorder- und Rückenteil. Ihr habt die Freiheit, das Kleid ärmellos oder mit Ärmeln oder ein Neckholder zu nähen. Ihr könnt absolut beliebiges Modell nähen. Die Mitte auf dem Vorderteil mit der Mitte des Stoffes abpassen. Die vordere Mitte ist natürlich parallel zur Webkante. Dann ist es in Fadenlaufrichtung abgesteckt. Wichtig ist, diese Stelle zu beachten. Des Weiteren mache ich einen Einschnitt hier vorn. Ich runde ein wenig ab, das habe ich mir selber ausgedacht. Das führt dazu, dass der Abnäher nicht so lang wird. Des Weiteren, diesen Teil in Abnäher werden wir nicht machen. Er ist zwar angezeichnet, aber wir werden ihn nicht abstöpfen. Im Rückenteil ja, aber nicht im Vorderteil. In der vorderen Mitte taillieren wir 1,5 cm. Ihr werdet auch in dieser Reihenfolge wie ich arbeiten. So, nun schneide ich das Oberteil vom Unterteil ab. Die Naht verdecken wir dann mit der Drapierung ab. Deshalb ist es euch überlassen, welchen Einschnitt ihr macht. Sollten wir uns doch gegen die Drapierung entscheiden, so haben wir eine schöne Naht. Aber wir werden es uns nicht anders überlegen. Ich schlage vor, hier etwas mehr als 2 cm auszusparen. Wichtig ist, den Fadenlauf in der vorderen Mitte einzuhalten. Schaut, das ist der Fadenlauf. So stecken wir auch ab. Hier müssen wir genug für die Nahtzugaben haben. Es kommt nicht oft vor, dass wir direkt auf dem Stoff modellieren. So. Ich stecke nur hier erstmal ab, denn wir sind noch nicht fertig mit dem Oberteil. Nun schneide ich den Abnäher leicht zur Mitte abgewinkelt auf. Und schließe den Brustabnäher. Jetzt seid bitte aufmerksam. Ich schließe einfach den Brustabnäher. Er öffnet sich nun hier. Das ist auch richtig. Aber wenn wir auf die Skizze gucken, verwandelt sich der Abnäher in eine Biese über der Brust. Deshalb erweitere ich den Abnäher auf ca. 3 cm. Wir steppen nur bis hierher ab und weiter bleibt nur eine Biese über. Ich erweitere auf dem Brustpunktabstand auf 3 cm. So werden wir das Oberteil zuschneiden. Ah, dann haben wir nicht genügend Platz für die Nahtzugaben. Hier haben wir nicht genügend Platz. Was sollen wir machen? Wir müssen alles umstecken, etwas weiter nach oben verschieben. Dann machen wir eben kleine Nahtzugaben. Ja, ausgezeichnet. Ich stecke erneut ab. Stellt euch vor, wie praktisch es ist, direkt auf dem Stoff zu modellieren. Denn als nächstes können wir direkt ausschneiden.
Ich erweitere hier auf 3 cm. Ich werde jetzt das neue Armloch wie auf dem Rückenteil zeichnen. So, ich verlängere auf 1 cm. Das ist nicht die Schnittkante, sondern die Nahtlinie. Ich werde noch Nahtzugaben machen. Ihr entscheidet nach Situation. So. Das Armloch ist fertig, die Biese ist auch fertig, den Abnäher haben wir auch geklärt. Wir machen hier 6 cm Zugaben für den Reverskragen. Ich trage direkt aus diesem Punkt ab, obwohl das nicht richtig ist. Lass uns etwas tiefer abtragen. Wir machen einen zierlichen Kragen. Wir machen einen Kragen, der bequem ist. Irina mag keinen tiefen Ausschnitt. Der Reverskragen beginnt 17 cm unterhalb der Halskuhle. Das ist zu tief. Wir tragen etwas höher ab. Die letzte Linie ist gültig, die anderen beiden nicht. Hier. Ihr messt euch selber aus, wie tief ihr den Ausschnitt machen wollt. In unserem Fall beginnt der Kragen 16 cm unterhalb der Halskuhle an. Hier ist meine Linie. Nach mehreren Versuchen habe ich mich für diese Linie entschieden. Der Reverskragen ist fertig, das Schnittmuster auch. Das Armloch ist fertig. Hier mache ich... Ja. Ich mache überall 1 cm Nahtzugaben. Nur in der hinteren Mitte sind 1,5 cm Nahtzugaben. Man muss nichts weiter überlegen. Wir tragen von der Taille bis zur Ecke ab. Lass uns gleich mit Nahtzugaben anzeichnen, um Umstände zu vermeiden. Nun, um später keine Zugaben zu machen, machen wir es gleich sofort. Unsere Rocklänge ist 103 cm. Ja, 103. Genauso tragen wir auch hier 103 cm ab. Es ist alles extrem einfach. Manche Menschen denken, dass der Schnitt sehr schwer ist, aber in Wirklichkeit ist nichts Schweres dabei, wenn man Grundkenntnisse in Konstruktion und Modellierung hat. Och, das Unterteil des Vorderteils ist fertig, das Oberteil ist fertig, das Rückenteil auch, wir haben alles modelliert. Nun sprechen wir über den Ärmel. Schaut auf den Ärmel. Das ist ein Einnahtärmel aus dem Grundschnitt. Wir werden einen recht anliegenden Ärmel aus einem festen Stoff nähen. Wir müssen den Ärmel um 3 cm verlängern, steht es hier. Ich messe die Saumweite aus. Es sind 30 cm. Wir wollen aber wenigstens 21 cm machen, sodass die Hand durchkommt. Machen wir sehr anliegend 17, 18 cm, dann müssen wir einen Schlitz mit Knopfleiste oder Reißverschluss machen. Das passt uns nicht. Das ist aufwendig, deshalb engen wir auf beiden Seiten jeweils 4 cm ab. So, 4 cm und am Ellbogen circa 2 cm. Ab diesem Punkt über den Ellbogen trage ich die vordere Ärmelnaht ab. Das ist die vordere Ärmelnaht. Schaut, in diesem Bereich darf man nichts abtragen, aber zum Ellbogen hin tragen wir 2 cm ab und zum Saum hin 4 cm. Diese Hälfte halbieren wir. Das heißt, 15 cm halbiert sind 7,5 cm.
tragen wir auch 4 cm. In der vorderen Hälfte tragen wir von der Schnittkante ab, in der hinteren von dem Abnäher. Nun bilden wir einen Abnäher. So, nun schneide ich aus. So. Verlängern werden wir den Ärmel direkt auf dem Stoff. Auf der Ellbogenlinie schneide ich durch und verschließe den Abnäher. Och, welch ein Schönling ist unser Ärmel. Schaut, einfach ausgezeichnet. Wenn der Stoff steif ist, passt er sich nicht von selber an. Das ist kein Jersey-Strickware oder Stretch-Seide. Hier muss man kompetent rangehen. So sieht unser Ärmel aus. Auf dem Ellbogen werden wir einen kleinen Abnäher haben. Ich denke, wir sind fertig. Die Saumlinie formen wir dann schön auf dem Stoff. Beim Zuschneiden werde ich im oberen Bereich noch ein wenig Zugaben machen. Das schadet bei dem steifen Stoff nicht. Wir haben mit euch das Vorder- und Rückenteil modelliert, den Reverskragen und den Ärmel. Heutige Lektion ist sehr umfangreich, aber wer schön sein will, muss sich etwas Mühe machen. Wir wollen doch alle schön sein, also arbeiten wir dran. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Seid abwechslungsreich, das Allerwichtigste, seid gut gelaunt. Liked und teilt unsere Videos in den sozialen Netzwerken. Abonniert unseren Kanal und große Bitte, unsere Videos zu kommentieren, was ihr aus diesem Video für euch schöpfen konntet. Alles Gute, mit euch waren Pauchstelle Michaelna und unser ganzes Team.